Jo Freunde, was geht ab? Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Terraria. Ja, endlich mal wieder Terraria. Ich hatte ja vor so einer Stunde, zwei, ein neues Projekt angefangen. Und wir sind schon wieder in diesem scheiß Holz hier gespawnt. Das darf doch nicht wahr sein hier, das. Okay, das war jetzt eine Holzwand. Ich suche ja normales Holz. So. Und ich entschuldige mich für kleine Störungen, wenn ihr manchmal solltet laute Musik hören. Das kommt nämlich von unten. Mein Onkel hört nämlich Musik. Und, weil ich hoffe, man hört es nicht. Ich höre das ja auch kaum. Ich höre nur den Bass. So, boom, 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 macht das die ganze Zeit. Und ich hoffe, man hört jetzt nichts GEMA-feindliches hier. Und ja, wir haben auch hier Stern. Yeah, wir können Stern holen. Ich bin Mario. Ey, cool, ich bin Mario hier. Guckt mal. Cool. Und ja, ist jetzt heute schon das dritte Video und ein viertes kriegen wir auch noch hin. Dann kommt vielleicht nachher noch ein Völkchen antörend. Ja, Terraria geht jetzt leider nur 10 Minuten, weil sonst dauert das wirklich zu lang zum Hochladen, weil das Edda 2, ist irgendwie komisch. Das war so Edda 2, Folge 2, das hört sich irgendwie komisch an. Hat auch schon wieder eine anderthalb Stunde gedauert und jetzt ist schon bald 6:30. Ich weiß nicht, wir machen es nur 10 Minuten, hat es nämlich nur 200 MB groß. Nach der Konvertierung, natürlich. Und ja, ich würde sagen, wir beginnen uns heute mal in den Untergrund von Terraria. Da waren wir nämlich noch nie in diesem Let's Play. Ja. Und morgen gegen Abend, also über die Woche, wenn Schule ist, kommt gegen Abend immer ein Video, also erst gegen Abend kommen dann die Videos, weil wenn ich Hausaufgaben aufhab und so und muss noch was lernen, dann kann es etwas später werden. Aber ich mache es so, dass die Videos 20 Minuten gehen, die wo immer nur einmal kommen am Tag. Und ich hoffe, es gefällt euch, dass ihr dann wenigstens was zum Gucken habt. Ich meine, jetzt eine Folge am Tag und es geht nur 10 Minuten. Ah, toll, ein bisschen seltsam, so ein bisschen kurz für ein Video nur am Tag. Lohnt sich nicht. Dann mache ich es lieber 20 Minuten. Dann dauert es eben etwas länger zum Hochladen. Aber da bleibe ich lieber eine Stunde länger auf, als irgendwie hier so komplizierte Sachen zu machen. Oder Sachen, wo ich keiner angucken kann oder irgendwas. Mit absurder Grafik oder irgendwas. Ja, ich meine jetzt Terraria. Da kann ich nichts dafür. Das ist eben keine gute Grafik, Terraria. Minecraft ja auch nicht, aber ich glaube, die anderen Spiele, die haben schon etwas mehr überzeugt. Naja, ich glaube, Unturned auch nicht. Oh Gott, wo geht's hier hin? Leute, ich ahne Schreckliches. Hier geht's tief runter und ich würde sagen, es kann sein, dass wir sterben. Oh mein Gott. Oh. Ich sehe den Stern, wo wir sind. Ja, ich bin natürlich so doof und baue ich hier jetzt. Oh Gott. Ich glaube, wir müssen uns eine Fackel machen. Sonst kommen wir hier nicht weit. Was auch gut ist, wir können an die Wand bauen. Oh, ich mag das Spiel einfach nur. Das ist so retrohaft irgendwie. Ich meine, solche Spiele hat es ja schon in den 70er, 80ern gegeben damals. Ich mag das einfach nur, wenn die Spiele so oldschool sind. Erkunden jetzt erstmal da unten. Wir setzen mal hier eine Fackel hin, dass wir auch wissen, wo wir hier hinkommen. Oh, das ist aber eine große Höhle, wie es aussieht. Ja, das sieht sehr gut aus. Und ich habe auch schon gesehen, dass wir... Was ist das? Hallo? Was war das? Hä, was ist das? Ach, ein Slime ist das. Das sieht man gar nicht, du blödes Vieh. Ja, hier sind wieder so kleine Schatztruhen. Da oben ist Stein. Ja, wo war ich stehen geblieben? Ich habe gesehen, dass wir jetzt mittlerweile schon, dass ich mittlerweile schon 50 Abonnenten erreicht habe. Also Millionen, Tausendsten Dank dafür, für 45 Abonnenten. Und wir haben schon bald die 4000 Aufrufe erreicht. Also dafür wirklich tausenden herzlichen Dank. Ich nehme das auch mit Herzenslust alles hier auf und
freue mich auch über jeden Like, Zuschauer und Abonnent. Ihr müsst ja nicht immer gleich abonnieren oder liken, ihr könnt auch einfach nur zuschauen, das freut mich natürlich auch, die Klicks und alles. Danke, Leute. Ihr seid die Besten. So. Ja, und wenn wir die 50 Abos erreicht haben, also 50 Abo-Special, kommt dann auch, wenn wir... Wir müssen sie natürlich erstmal erreichen, die 50 Abonnenten. Und wenn wir sie erreicht haben, dann kommt ein kleines Special. Das verrate ich aber noch nicht. Es ist was sehr Cooles. Es hat auch was mit Videospielen zu tun, aber... Ist mal etwas anderes. Das Mikrofon etwas höher stellen. So. Ist nämlich gerade wieder runtergerutscht, weil meine Halterung hält nicht mehr so gut. Weil meine Katze immer denkt, ach, hier, Herrchen hier, nimmt hier auf. Ich behindere es mal und schmeiß einfach mal das Mikrofon 3-4 Mal runter. Ja. Zum Glück geht das. Ich weiß nicht, ob man das Membran nennt. Das, wo man die Stimme und alles aufnimmt, das wo so vibriert immer dann, dass das noch nicht kaputt gegangen ist. Weil der hat das schon hinter die Heizung und alles geworfen, weil er steht ja immer an der Heizung hinten, an seinem Abstellplatz. Mein Gott. Und was ich auch demnächst mal noch mache, ist, ich stelle demnächst mal meinen Schreibtisch vor, also meinen Arbeitsplatz mit PC. Haben mal so ein paar gefragt, so auch in Real Life. Haben ein paar gefragt, ob ich mal so jetzt hier so Arbeitsplatz vorstellen kann und so. Und da habe ich mir einfach gedacht, warum machst du es nicht? Ich meine, ist ja mal interessant, wie alles so in echt aussieht. Weil ich meine, ihr habt ja nur bei dem Let's Play Stuff Video die Links gesehen. Also die Bilder. Und Bilder sind nicht immer real. Ich habe nämlich gesehen, die Tastatur, die habe ich in... Schwarz. Also ich habe jetzt schon eine neue Tastatur schon wieder, weil meine alte... Ja, ihr wisst schon, es ist der kleine Teufel. Liegt hinten auf dem Bett und wirft alles runter. Diese teure 300-Euro-Tastatur. Ja. Ist jetzt kaputt. Und muss jetzt leider repariert werden. Solange benutze ich eine Acer-Standard-Tastatur für 20 oder 30 Euro. Und was auch das Problem war, bei meiner Tastatur, da waren die Hotkeys deaktiviert. Das heißt, die F-Tasten. Wir müssen uns noch eine nächste Treppe runterbauen. Aber hier ist nichts mehr, wie wir gesehen haben. Wir gehen jetzt nochmal hoch und bauen mal unser Spawn hier aus. Weil, wie der ein oder andere weiß, spawnen wir immer in diesem Holz hier drin. Und das ist doof. Ja, deswegen machen wir es jetzt einmal so, so, so. Och komm, das darfst du jetzt nicht hier... Das darfst du doch keinem mehr erzählen, dass jetzt genau Holz fehlt. Ja, mir fehlt doch eine Axt. Oh, toll. Oh mein Gott. Na. Ja, wenn wir die Axt nicht durch irgend so ein... Ich habe gerade eine Nachricht gekriegt. Entschuldigung kurz. Achso, okay, war nur ein Kumpel. Also ich nenne jetzt hier keine Namen der Aufnahme. Ist ja klar. Ah, setzen wir ausnahmsweise mal Dreck hier hin. Wie das jetzt aussieht. Okay, ich glaube, wir müssen hier mal etwas rangehen und das Holz abbauen. Für eine Axt. So, dürfte jetzt reichen. Axt, Axt, Axt. Das Holzklappe. Kupferacke. Tödlich. Holz. Ich hab doch gerade Holz. Okay, wo kann man hier Schwerter herstellen? Na! Ihr blöden Dinger da. So. Warte mal, ich habe jetzt wieder ganz vergessen, wie man sich Werkzeuge herstellt. Rüstungsstatue. Naja, ist ja auch egal. Wir sind jetzt bei 10 Minuten gleich angelangt. Und ich würde sagen, mit der Axt, das gucken wir uns in der nächsten Folge mal genauer an. Und bis dahin würde ich sagen, ich bin jetzt raus und ihr haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Sascha LP.